Wenn du bei einem nicht die Stimme veränderst, gibt's dann plus 5 Minuten? Nö, nö. Das finde ich jetzt nicht fair. So, wir sind auf jeden Fall wieder ein bisschen full-healed. Ich kann mich eh nicht an die ganzen Stimmen erinnern, die ihr da habt. So, was soll ich denn mit dem Block machen? Ich brauche den Block jetzt gar nicht mehr, oder? Ich habe jetzt zumindest nicht gesehen, dass hier irgendwo noch was ist, wo ich den Block gebrauchen könnte. Ich hätte höchstens gesagt, dass der Block vielleicht dafür war, um Starthilfe für den Schlüssel zu bekommen. Er ist einfach gähnen. Vor allem habe ich eine Männerstimme gekriegt. Da freut sich jemand. Okay, wir sind wieder draußen. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Hier gibt es zwei Schatzkisten. Ist das, ich kann hier was freisprengen? Oh. Nee, aber ich kann hier reingehen. Schön. 5 Rubine. Wow. Okay. Is this the way? Auf Amarillo? Und warte mal, hier? Ist hier auch noch irgendwo eine? Jo, ein Schalter. Okay, jetzt ist die Tür aufgegangen. Hä? Ich höre auch eine Skulti. Aber die ist drüben, oder? Hä? Die Musik ist aber noch da? Okay, warte, hier war es, ne? Jo, bin drinne. Und jetzt komme ich nicht mehr raus? Doch. Hä? War die Tür vorher auch schon da? Ich weiß nicht, was hier los ist. Da ist Scooty. Und da ist ein Geist. Okay, ich töte erstmal schnell den Geist. Komm her. Hallo? Hallo? Oh shit. Hey, da geht's auch rein? Nee, da kann durch Wände gehen. Okay. Ist das eine gute Idee? Jo. Ich krieg einfach einen Schlüssel wieder. Hey, warum sind denn die Truhen hier alle so golden? Das ist geil. Mag ich, aber erhöht jetzt nicht gerade den Wert, der da drin ist, ne? Oh Gott. So, hier könnte man Schlüssel gebrauchen. Da auch. Was haben wir hier? Da ist noch ein Schalter. Nein! Okay. Zombies sind auch wieder da. Nee, überlesen gilt in dem Fall nicht. Das heißt ja nicht, ich soll alle Sachen hier vorlesen. Überlesen ist nicht. Wenn ich gerade im Spielen bin, ist es nun mal so, dass ich was nicht lesen kann. Da steht ja nicht, soll alle Nachrichten vorlesen. Es steht da, wenn ich vorlese, muss ich die Stimme verstellen. Na? Los, sehen, er hat auch meinen Text überlesen. Okay. Boah, die Susanne, die haut hier schon wieder raus. Was ist da los? Susanne, dankeschön. Bäm, 10 Euro. Ist das Top-Shit oder was ist das? Ich gehe jetzt erstmal hier nach rechts. Die Susanne, ey. Die ballert. Ihr seid auch päpstlich, alter Papst. Cool, hat geklappt. Okay, jetzt gehen wir da hinten. Achso, nein! Jetzt habe ich ja da alles aufgefackelt, ne? Habe ich ganz vergessen. Nein! Susanne, bist die Härteste. Mann, und jedes Mal die Zombies, die ich jetzt hier töten muss. Ist ja auch super nervig. Hä? Ja, super Sticker. Ja, super Sticker. Super Sticker. Was ist Super Sticker? Ach so, da hast du jetzt ein extra Emoji gemacht oder wie ist das? Ah. Okay, I see.
Ich bin die Schwinge der Verzweiflung. Ich bin die Welt. Ich bin der Dämonendrache, Krima. ja. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Ich fall hier die ganze Zeit nur runter. So. Ich muss mich mal konzentrieren hier. Okay. Was machen wir? Wir gehen jetzt nochmal in den Raum rein. Es wäre natürlich geiler. Shit, geh weg. Nein. Was ist denn mit dir? Ständig wollen die nur von hinten ran. Diese ollen Mumien. Die sind alle gleich, sag ich euch. Stand da und wollte es mal ausprobieren. Sieht süß aus. Ist auch süß. Möchtest du drehen, Susanne? Du hast ja jetzt gerade wieder einen Spendablen gehabt. Aua. Okay, warte. Die Skulltis auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche das Auge der Wahrheit, um die zu holen, oder? Wie komme ich denn da jetzt ohne das Auge der Wahrheit weiter, Leute? Wie mache ich denn das? Ne, alle dürfen. Möchte jemand drehen? Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ja, Queen Duck! Ja, schrei doch mir hinterher. Was ist denn mit ihm? Der hat, glaube ich, Probleme. Leute, wie komme ich denn da jetzt vorbei, ohne dass ich ständig runterfall? Wie mache ich denn das? Ist ja ein ewiges Dilemma jetzt hier. Und immer spawnen die Zombies sofort. Das ist auch nicht gerade schön. Also wir haben zwei Schlüssel. Das ist schon mal geil. Benutzt doch die Krabbelminen. Die sind doch viel nützlicher. Wie meinst du das? Mich auch nicht durch. Shit. Da liegt ein Herz. Du solltest mal auf Jens hören. Du solltest mal auf Jens hören. Du kannst doch sehen, wo die Krabbeln lang gehen und runterfallen. Alter, ich werf vielleicht ein paar Bomben rein, oder? Weil Krabbelminen sind mir gerade zu wertvoll. Das klang wie Hermine. Meine Zuckerpuppe. Aber jetzt ist falsch. Erst hatte ich Männer, jetzt Frauenstimme. Na sowas. In den Po. Am besten das Item, was du nicht so groß verschwenden willst. Mein Schwert? Kann ich mein Schwert reinwerfen? Das wäre doch was, oder? Okay. Ich tick hier noch aus. Okay, man sieht's ja hier. Guck mal, man sieht's so ein bisschen. Wenn ich anvisiert lasse, sehe ich das ein bisschen. Ein bisschen. Ich kann quasi unter... Ja, jetzt reicht's aber wieder. Oh, ja, ich hab's geschafft. Bullermann. Okay. Mein Stock prallt einfach ab an diesem strammen Ding. So. Sag mal, Lulululu. Hab ich gemacht. Und jetzt? Okay. Was? Geht die Tür auf? Die Tür geht auf. Jetzt kommen wir durch, Leute. Jetzt geht's los. Die Tür ist open.
So, hier ist nichts weiter, ne? Nee. Das ist Raubschleim. Lady Makoros wollte drehen. Ah, okay. Dann let's go. Hab ich leider überlesen. Ah, okay. Anvisieren ist nicht... Oh, das ist auch eklig. Okay. Da ist das Skuldi auf jeden Fall. Aber ich glaube, von hier sieht man die nicht, ne? Nee, man sieht die von hier nicht. Wahrscheinlich, weil es ein anderer Bereich ist. Ich brauche echt das Auge der Wahrheit, sonst komme ich da oben nicht weiter. Sonst darf ich nicht anvisieren, das ist auch eklig. Raubstein, schön beschnitten, rasiert. Jetzt dich wieder hin, Kumpel. Nee. Nee! Die wechseln sich ab! Die wechseln sich ab! Das ist hier... Das ist hier... Hä, wo ist denn da hin? Ich werde nicht mehr. Ach Leute, was für ein Niveau! So. Okay, der ist tot. Oh Gott. Perverse Schweine! Oder die siehst du nur mit Auge der Wahrheit. Wen? Die perversen Schweine? Ach, die Haare. Die Haare. Die Haare sieht man nur. Das ist geil. Der ist gar nicht so glatt rasiert. Du brauchst nur das Auge der Wahrheit. Du musst nicht mehr vorlesen. Ich muss nicht mehr die Stimme verstellen. Oh, lesen tue ich trotzdem mal. Ach, die Skuldis. Ach so, ich dachte die Haare. So, jetzt, Leute. Jetzt kommt er. Wisst ihr, dass der auch richtig eklig ist ohne Anvisieren? Ich glaube, der ist richtig eklig ohne Anvisieren. Na, komm her. Schönen Stock ins Gesicht. Bis gleich, Kitsune. Visier bis dahin nichts an. Jetzt kann ich endlich anvisieren. Juhu. Aua. Kopfschmerzen des Todes. Boah, der hat mich gebissen. Hast du das gesehen? Der hat mich einfach gebissen. Wann habe ich... Ich habe nicht anvisiert. Anvisieren ist nur, wenn ich Navi benutze. Navi. Okay. Weiter geht's. Oh Gott, der ist nah. Der ist echt... Ach so, das meinst du. Ey, da kann ich nix. Ich drücke nix. Das passiert automatisch. Hast recht. Der visiert an. Aber ich kann dafür nix. Kann dafür nix. Der visiert automatisch an, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich das mache. Seht ihr das? Ich kann da nichts für. Ich drück den Knopf nicht. Wirklich. Ich schwöre. Da kann er nichts für. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube es dir. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück habe ich so ein gutes Pokerface. Okay. Bitte lass da was Gutes drinne sein. Bitte. Ah! Da sind so die Handschuhe. Oh! Wurde da nicht was gesagt? Die sind im Wassertempel? Jens, was soll denn das? Ich denke, die sind im Wassertempel beide. Geil. Oh Gott, nein. 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 Er hat gelogen. So, schnell weg hier. Oh Gott. Okay. Das hätten wir. Nein, hat Jens nicht gesagt. Echt nicht? Dachte schon.
Nein, da findest du die anderen Handschuhe. Da musst du zurückgehen. Schattenlink auf dich gewartet hat. Ja, dachte ich mir. Okay. Na gut, das kriegen wir hin. Aber wir haben noch was zu erledigen, ne? Hier gibt's auf jeden Fall noch was. Und zwar... Was ist denn mit diesem Zombie? Warte mal, wo war denn das? Irgendwo hat man noch eine Wand, da konnte man einfach durchgehen. War die nicht hier? Bin ich jetzt komplett mit Schucke? Ich denke, das Spiel hat die Progressive Cloves da platziert. Okay, da ist der. Okay, jetzt komme ich hier durch. Also, Leute. Shit. Hä? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Du musst später sowieso zurück, da gibt es noch unsichtbare Truhen. Meint er, wir kriegen hier nicht vielleicht noch irgendwo den... Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Meint er, wir gehen lieber später nochmal hin, wenn wir das Auge der Wahrheit gefunden haben? Ja, komm, okay. Gehen wir erstmal zurück in die Zitadelle der Zeit, ja. Halt dich mal, nicht, dass jemand das Rad dreht und Heilung ist verboten. Dann ist es so. Dann habe ich Pech gehabt. Aber wir gehen ja jetzt sowieso gleich in den Wassertempel. Frage ist, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle eine gute Heilung her? Mann, ich will ja nicht die große Geldbörse haben. Das wäre ganz geil. So, machen wir uns das mal groß. Dann findest du die Sachen leichter. In der Hoffnung, dass halt nicht irgendwo doch noch die, das Auge der Wahrheit irgendwo versteckt ist da drin. Das ist halt die Sache, ne? Okay. Gibt's nicht hier. Gut, Leute, dann würde ich sagen, auf an den See. Ich glaube... Wenn du bis 0 Uhr machst, schenke ich dir meine Börse. Dann pack aber ordentlich was rein. Aber ich möchte deine Börse nicht, danke. Wir werden wie immer spielen, liebe Leute. Denn ich habe Hunger. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und ich weiß halt, im Kühlschrank steht frisches, geschnittenes Rindfleisch. Das muss unbedingt danach verköstigt werden. Okay. Ich heile mich mal eben, ja? Okay, ein Herzchen. Hungrig spielen ist nicht zu mutbar, genau. Die Lady Makuros hat's kapiert. So, ich hoffe, dass unser Teleporter funktioniert. Das Rindfleisch sei dir gegönnt. Oh, dankeschön. Kann ich den Teleporter jetzt benutzen oder kann man den nur im Dungeon benutzen? Könnte ich jetzt auch dahin zurückkehren? Direkt? Würde ich mal kurz ausprobieren. Ich benutze das Ding nicht so oft. Ich probiere mal kurz. Ne, jetzt kann ich den gerade gar nicht benutzen. Okay. Hoffe, ich habe gut gekocht. Wie meinst du? Du hast gut gekocht? Hast du gekocht? Im Dungeon. Ja. Nur im Dungeon, jo, okay. So. Dann holen wir uns mal noch das Dungeon-Item.
Klar, das Rindfleisch und den Reis. Super. Du bist sicherlich ein Meisterkoch. Ah, schade. Es hat nicht gespeichert, Leute. Warum hat es nicht gespeichert? Weil ich gestorben bin? Wenn ich sterbe,